dass ich das hier noch sagen würde. Wir haben eine neue Regierung nach 86 Tagen. Guten Abend und willkommen zur Phoenix-Runde. Ja, Schwarz-Rot steht. Heute ging der politische Alltag mehr oder weniger los. Regierungserklärung Merkel, Reise mit altem, neuen Außenminister Steinmeier. Jetzt muss Schwarz-Rot regieren. Nun ist ja kein Geheimnis, dass es sich bei dieser neuen großen Koalition eher um eine offene Beziehung handelt. Da trifft sich die CDU schon mit den Grünen, die SPD liebäugelt mit der Linken. Trotzdem will man diese Zweckehe 4 Jahre lang aushalten. Zeigt demonstrativ Zufriedenheit und lächelt Kritik einfach weg. Doch die Frage ist, wie wird diese Koalition miteinander auskommen? Was erwartet Deutschland? Jetzt wird es ernst. Die Fallstricke der großen Koalition, das ist mein Thema heute und hier sind meine Gäste. Christoph Schwennicke. Er beobachtet seit vielen Jahren die politische Szene, früher für die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel, jetzt als Chefredakteur der Zeitschrift Cicero. Michael Rutz ist politischer Journalist, Autor von Büchern und Fernsehfilmen und war Chefredakteur der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Bascha Mika, einst Chefredakteurin der Taz, inzwischen ist sie Publizistin und lehrt unter anderem Kulturjournalismus an der Universität der Künste in Berlin. Und Henning Krumrey, er ist stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche. Herr Krumrey, nun geht ja tatsächlich der Alltag heute los. Vor allem für den neuen Wirtschafts- und Energieminister Gabriel ging es gleich volle Kanne los, denn die EU-Kommission greift ja die deutschen Ökostromrabatte für Industriebetriebe an. Wie gefährlich kann das jetzt werden? Also das ist, die Unternehmen sind im Moment ja doppelt besorgt. Die einen, weil sie nicht wissen, wie es mit der Energiewende weitergeht insgesamt, was noch an weiteren Kosten kommt. Und die anderen, die diese Befreiung haben, die sind besorgt, ob sie sie behalten dürfen. Und da wiederum geht es einmal um die Frage rückwirkend. Das heißt, drohen eventuell Rückzahlungen. Da kann es bis zu 9 Milliarden gehen. Und die andere Frage ist natürlich, was wird künftig aus der Befreiung? Also wie die EU-Kommission am Ende entscheidet, lässt sich noch nicht sagen. Die deutschen Unternehmen verstehen natürlich nicht, warum es eine Subvention sein soll, wenn man nicht ganz so schlecht behandelt wird wie die anderen inländischen Unternehmen. Da geht es einmal ja um den Wettbewerb innerhalb Deutschlands. Natürlich sind da gerade Mittelständler schlecht dran, weil die in der Regel die Befreiung nicht kriegen. Aber es geht der EU-Kommission auch um den innereuropäischen Wettbewerb. Und da gibt es eigentlich keine Wettbewerbsverzerrung, denn wie gesagt, alle anderen Unternehmen in Europa haben diese Sonderlast ja auch nicht. Mhm. Und insofern wird ja kein europäisches Unternehmen, also aus einem anderen Land, benachteiligt, weil es diese Last nicht hat. Gleichwohl, das wird eine schwierige Diskussion. Aus Sicht der Wirtschaft ist das die zentrale Aufgabe, die diese Bundesregierung hat. Einerseits der Wirtschafts- und Energieminister Gabriel, aber letztlich auch die Kanzlerin, das zu verhindern, dass also in Brüssel diese Entscheidung zulasten der energieintensiven Industrie getroffen wird. Herr Rutz-Gabriel hat ja heute gesagt, mit uns nicht. Die Kanzlerin ist da auch einer Meinung und sagt, das ist schon alles rechtens, wir haben das schon alles geprüft. Wie hat sich da Gabriel jetzt gleich in seinem neuen Amt gemacht mit seiner Aussage? Also ich bin da ganz ruhig, wie Herr Gabriel offensichtlich auch. Zunächst mal ist das ein Prozess, der zieht sich mindestens ein Jahr hin mit allen Prüfungen. Zum Zweiten stimmt, was Herr Krumrey gesagt hat, die exportorientierten Unternehmen müssen in Europa gleichgestellt werden. Und bisher ist es so, dass die Deutschen besonders belastet sind im Verhältnis zu anderen Unternehmen in Europa, die exportorientiert sind. Also von daher glaube ich, dass der Ausgang weniger dramatisch ist, als es uns heute manchmal scheinen mag. Und wir an der Stelle keine besondere Angst haben müssen. Und notfalls müssen wir uns in Europa durchsetzen. Mhm. Denn dies ist eine wichtige Frage. Man muss eine Energiewende auch wirtschaftsfreundlich gestalten dürfen. Und in diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass das für Deutschland gut ausgeht. Und ich glaube, wir haben Kraft und Macht in Europa. Also fangen Sie an, Frau Mika. Bitte. Also das erschüttert mich jetzt ein bisschen. Man kann ja sagen, wir wollen eine Energiewende und die wirtschaftsfreundlich gestalten. Und wo bleibt der Rest der Bevölkerung? Wird das für die etwa besonders freundlich gestaltet? Nein. Und ich finde das, was Brüssel macht, völlig richtig. Und zwar geht es mir gar nicht um Europa, sondern es geht mir tatsächlich um die Binnenkonjunktur und es geht mir vor allen Dingen auch um die Leute im Land, denn die mittelständischen Unternehmen, die müssen lustig weiterzahlen, die befreit niemand. Die Verbraucher haben horrende Strompreise und zwar auch diejenigen, die sich es eigentlich nicht wirklich leisten können. Und das alles zugunsten einer Industrie, die sich natürlich sehr viel mehr leisten könnte, als sie eigentlich zahlt. Und was die Bundesregierung ja heimlich still und leise gemacht hat, noch bevor diese neue Regierung stand, haben sie Bescheide an mindestens, ich glaube, ein Fünftel
weiterer Unternehmen verschickt, die nochmal zusätzlich befreit werden. Also 20% mehr Unternehmen als im vergangenen Jahr werden befreit im kommenden Jahr. Das kann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das heißt, Angela Merkel wusste ganz genau, weil normalerweise werden diese Bescheide erst im neuen Jahr verschickt. Sie wusste ganz genau, was da droht und hat noch mal schnell ein paar Unternehmen befreit. Also ich finde, das ist total verbraucherunfreundlich, was da passiert, denn die Verbraucher müssen es ausfahren. Wie verbraucherfreundlich wäre es denn, wenn die exportorientierten Arbeitsplätze wegen zu hoher Energiekosten kaputt gehen? Diese Drohung mit den Arbeitsplätzen. Ich habe heute mir mal den Spaß gemacht und habe in die aktuelle Liste geschaut. Die kann man ja einsehen. Die ist nicht ganz aktuell, aber Stand 2013. Das ist nämlich angesiedelt im Wirtschaftsministerium. Das Ausfuhramt in Eschborn listet das alles auf. Und Sie staunen, Bauklötze, was für Firmen Sie darauf finden. Sprudelhersteller, Safthersteller, Fleischereibetriebe. Also da ist übrigens der Mittelstand schon sehr dabei. Als ich die Liste mir heute durchschaute, von A wie, weiß ich nicht, bis Z, da gibt es tatsächlich viele Ausnahmen. Der eine bekommt es, der andere wirklich, nicht. Ja, und dann ist wirklich jeder Betrieb blöd gewesen, jeder Sprudelhersteller in Deutschland blöd gewesen, diesen Ausnahmeantrag nicht auch gestellt zu haben. Also da ist Wildwuchs drin. Ja. Ich empfehle wirklich, diese Liste sich anzuschauen, die ist öffentlich zugänglich, da wird Ihnen klar, hier stimmt was nicht. Mhm. Also sollte da eine Neuordnung her, des EEG tatsächlich? Also jetzt auch, ist das eine große Aufgabe, Wirtschafts- richtig. Aber es gibt Unternehmen, die brauchen diese Befreiung. Weil sie, also ich nehme mal ein Beispiel, die Aluminiumindustrie. Ein Unternehmen, ein großes Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, das in normalen Jahren 50 Millionen Gewinn macht. Wenn das die EEG-Umlage voll zahlen muss, sind das 200 Millionen für dieses Unternehmen. Da kann man sich leicht vorstellen, dass man das nicht viele Jahre macht, dann ist das Eigenkapital weg. Wenn wir also die vierfache Summe des, oder des normalen Gewinns für die EEG-Umlage ausgeben muss, dann kann das nicht funktionieren. Jetzt können Sie natürlich sagen, wir wollen solche Unternehmen in Deutschland nicht, weil die sowieso hier so viel Energie verbrauchen und die Umwelt vielleicht belasten eben durch CO2. Soll doch die Aluminiumproduktion in Kanada stattfinden mit sauberer Wasserkraft. Ja, aber kann man ja machen, bloß dann fehlt natürlich in der Tat dieser Grundstoff, dieses Vorprodukt Aluminium, was für viele Weiterverarbeiter hier genutzt wird. Und das transportieren Sie dann nicht mehr von Kanada wieder hierher, sondern alle Folgeindustrien leiden dann und werden ebenfalls Arbeitsplätze abbauen. Da würde ich sagen, das ist in der Tat verbraucherunfreundlicher. Richtig ist, dass diese ganze Energiewende, so wie sie gemacht ist, mit der Förderung der Erneuerbaren natürlich eine Umverteilung von unten nach oben ist, nämlich vom kleinen Normalbürger, der sich nicht wehren kann, zu Gutmenschen, die sich eine Solaranlage subventioniert aufs Dach bauen. Ich würde gerne noch mal zu der Frage zurück, ob tatsächlich jetzt eine Neuordnung her muss und sich da jetzt der neue Wirtschafts- und Energieminister damit rumschlagen muss, wie man das denn neu sortiert. Denn also ich würde sagen, deswegen habe ich diese Beispiele angeführt. Übrigens, ein Golfclub im Schwarzwald ist auch darunter. Jetzt können wir uns lange die Aluminium. Der ist aber nicht von der EEG-Umlage befreit, sondern die sind nun wiederum von den Netzgebühren befreit, wie auch der Friedrichstadtpalast hier in Berlin, muss man da eine Revision zu einer anderen Tageszeit nutzen. Eine Revision durchführen. Hat mit der EEG-Umlage gar nichts zu tun. Eine Revision durchführen. Und ansonsten zeigt dieser Umstand, dass am Tag nach der Benennung, Vereidigung der neuen Minister dieses Thema uns hier schon beschäftigt, hier bei Ihnen in der Sendung, aber auch in der Politik, dass Herr Gabriel sehr viel gewagt hat, sich dieses Ministerium anzulachen. Es ist wirklich mutig und riskant zugleich. Er hätte das nicht tun müssen. Ich rätsle bis heute ein wenig über seine Motive, warum er das gemacht hat. Es hätte einfachere Wege für ihn gegeben. Aber er ist letztlich derjenige, der eine Energiewende umsetzen muss, an der zwei Minister der eigenen Partei von Angela Merkel schon gescheitert sind. Und Erfinderin des Ganzen ist Angela Merkel. Das hat schon einen gewissen, eine gewisse Ironie. Jetzt ist ja auch nur noch die Kleinstarbeit. Erfinderin von was jetzt ist doch aber der Energiewende. Der Energiewende. Jetzt ist doch eigentlich noch die Kleinstarbeit. Die ganzen Befreiungen. Also ich bin jetzt doch etwas überrascht. Die Grundidee der Befreiung, energieintensive Unternehmen eben nicht die EEG-Umlage zahlen zu lassen, hat, da muss man mal sagen, dankenswerterweise der Umweltminister Jürgen Trittin eingeführt. Mhm. Weil selbst Herr Trittin aufgrund oder trotz starker grüner Überzeugung gesagt hat, das können wir nicht machen, dass mit der Energiewende die ganzen Industriearbeitsplätze verloren gehen. Man muss sonst vielleicht nicht viel Positives über den Umweltminister Trittin sagen, aber das hat er gut gemacht. Aber dieser große Schlag, sage ich mal, wir steigen aus der Atomenergie, wir machen die Energiewende, das ist durch. Ja? Da kann man sich nicht mehr groß mit rühmen. Jetzt kommt doch nur noch das Klein-Klein. Jetzt bleibt ihm doch eigentlich wirklich das Rumschlagen mit der EU, was immer mehr sein wird,
neue Gesetze noch mal verändern, hin und her. Aber so ist das politische Leben. Ja. Also der Alltag ist natürlich... Willkommen in der Realität. Ja, das ist in jedem Ministerium so und auch so bei Herrn Gabriel. Das Klein-Klein der täglichen Politik ergibt im guten Fall am Ende ein Ganzes. Und damit, ja, ich habe Respekt davor, dass er sich diese Aufgabe gegriffen hat. Das muss ich auch sagen. Das ist schwierig. Ist auch deswegen schwierig, weil für die normalen Menschen, was Frau Mika ja sagt, die Energiepreise gestiegen sind. Aber so ist das eben. Das ist der Preis, der mit der Energiewende gezahlt werden sollte. Das war politisch intendiert. Das sind nicht Großkonzerne, sondern es war ganz klar, dass das so kommt. Und wenn man das Ganze so anlegt, dass einige wenige durch Investitionen, weil sie Geld haben, in Solaranlagen investieren können, eine riesen Rendite da abgreifen, gut, dann ist das politisch so gewollt gewesen. Und da muss man sagen, da müssen wir jetzt durch. Und wir werden das auch irgendwie schaffen. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es am Ende gelingt. Also das Interessante finde ich ja an diesem gesamten Kabinett. Wir haben ja hier auch vorher über sozusagen die politischen Großthemen geredet. Energiewende ist ja eins dieser politischen Großthemen, die in dieser Legislatur auf die Regierung zukommen. Und was ich wirklich interessant finde, ist, dass von dem Moment an, wo klar war, wer übernimmt eigentlich welches Ministerium, hatte ich den Eindruck, so eine Stimmung herrschte, ja, da sind so viele gute Leute dabei, plötzlich glaubt sozusagen auch ein Großteil unserer Kollegen und Kolleginnen darin, dass es mit dieser Regierung, mit dieser Koalition etwas werden würde, wo man ja beim Koalitionsvertrag noch irgendwie sehr skeptisch war. Aber jetzt sitzen, im Gegensatz zum Beispiel zum vergangenen Kabinett, so viele relativ starke Leute an den unterschiedlichen Stellen. Also zum Beispiel wird man natürlich von Gabriel erwarten, dass er die Energiewende ein bisschen gerechter gestaltet, als es bisher der Fall war. Ja, Frau Mika, ne? Sie sagen, so viele starke Persönlichkeiten, so viele starke Leute in den verschiedenen Ministerien, die jetzt unterschiedlich zusammengeschnitten sind. Das Umweltministerium ist jetzt in der Frage relativ raus, was eben auch Energie und so weiter angeht. Wo ist denn da auch das, ja, die Reibung, der Reibungspunkt? Also wo wird es da immer wieder Probleme geben? Naja, dadurch zum Beispiel, dass das Umwelt und Energie jetzt ja völlig getrennt sind, das ist natürlich schon ein Schritt in eine Richtung. Mal sehen, ob es der richtige Schritt ist. Aber so wie die Ressortzuschnitte jetzt sind, finde ich, könnte das an manchen Stellen, also ich meine Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium, ich finde das natürlich großartig, dass Deutschland... Weil Frau im Verteidigungsministerium. Weil Frau im Verteidigungsministerium, weil wir das endlich mal brauchen, so etwas. Also, dass solche Irritationen stattfinden und dass man merkt, mein Gott, es ist doch völlig egal, ob jemand kompetent in dem einen Job ist oder in dem anderen. Hauptsache, er macht seinen Job und dann ist es auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Also diese Irritation finde ich gut, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass nicht alle davon begeistert sind, Frau von der Leyen im Verteidigungsministerium sitzen zu haben, dass auch vielleicht ihr Vorgänger nicht ganz so begeistert ist. Also, der hat es sogar öffentlich zugegeben. Ich war sehr erstaunt, dass er sehr offen zugegeben hat, wie schwer es ihm fällt, jetzt von diesem Ressort zu lassen. Da war er relativ ehrlich, Thomas de Maizière. Also ich finde bei dem Neuzuschnitt und der Verteilung auf die Parteien eigentlich am interessantesten, dass sagen wir mal, manche Konfliktlinien sich unter Umständen eben ganz anders ergeben als früher. Wie weit Energie tatsächlich jetzt vom Umweltministerium getrennt ist, muss man mal gucken. Beim Umweltministerium ist immer noch die Klimaschutzpolitik. Das ist für die Energiepolitik nicht ganz unwichtig, aber gleichwohl konzentriert es sich im Wirtschaftsministerium. Das heißt, wir haben den alten Antagonismus Wirtschaft und Umwelt nicht mehr. Wir haben zwar formal noch den Antagonismus Umweltministerium, Arbeitsministerium. Das waren ja früher auch immer zwei Häuser, die, das kann man sagen, gegeneinander gearbeitet haben. Man kann aber auch sagen, die oft eben, sagen wir mal, dass die Übertreibungen der einen Seite etwas ausgeglichen haben. Das haben wir nun ganz seltene Konstellation in der Hand einer Partei, die, sagen wir mal, vielleicht es mit der Wirtschaft bisher oder in der Vergangenheit, in den vergangenen 10, 15 Jahren nicht so hatte. Herr Gabriel, glaube ich, wird da ein bisschen anderen Akzent setzen. Denn wenn man sich die Rede von Herrn Gabriel auf dem SPD-Parteitag doch noch mal in Erinnerung ruft, wo er die Schwäche der SPD sieht, nämlich erstens den Kontakt zum realen Leben, sagen wir, zum ganz normalen Arbeitnehmer verloren zu haben. Frau Kraft hat inzwischen festgestellt, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, wenn die Industrie in Nordrhein-Westfalen völlig den Bach runtergeht, weshalb sie ja ihre Einstellung zur Energie- und Umweltpolitik etwas geändert hat. Jetzt muss man mal gucken, wie sich diese neuen Frontlinien einerseits und andererseits eben diese neue Konstellation Arbeit
und Wirtschaft in einer, in der SPD-Hand. Wie sich das auswirkt, hat es in den vergangenen zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten nur einmal gegeben, nämlich als Wolfgang Clement der Superminister war und Arbeit und Wirtschaft in einer Hand hatte. Das war dann wiederum ein bisschen viel, hat auch nicht gut funktioniert. Also schauen wir mal. Ich glaube, es gibt einen Bereich, der mehr ist als nur ein Fallstrick, der könnte so eine Art Sollbruchstelle fast markieren, und das ist die Rente. Denn die Rente mit 63, die für meine Begriffe die faktische Aushebelung der Rente mit 67 ist, war ein Thema, ohne dass die SPD diesen Koalitionsvertrag nicht unterschrieben hätte. Deswegen hat sie da den auch dann diesen Erfolg mit viel Stolz nach außen getragen. Nur in der Pressekonferenz der glorreichen Drei, der großen Drei, also Seehofer, Merkel und Gabriel, hat Frau Merkel, und da habe ich sehr genau zugehört, an der Stelle eine Fußnote angebracht und hat gesagt, dieses Vorhaben der Rente mit 63 werden wir uns im Lichte der jeweils dann aktuellen Rentenberichte noch mal sehr genau anschauen. Mhm, ja. Das heißt, sie ist da nicht zu 100% mitgegangen. Mhm. Und ich erinnere daran, die Rente mit 67 ist eingeführt worden im Lichte eines frisch vorliegenden Rentenberichts. Das ist immer so, weil der die Wahrheit auf den Tisch bringt. Deswegen würde ich sagen, dieses Thema... Und von der SPD. Richtig. Mhm. Dieses Thema ist extrem aufgeladen. Die SPD ist in diese Koalition gegangen, weil sie ihren Anhängern und Mitgliedern sagen konnte, wir haben das durchgesetzt. Und daran werden die aber noch beide, Union und SPD, viel zu knabbern haben. Ist deine Nahles dem gewachsen? Frau Nahles hat ja gleich heute gesagt, das ist das Erste, was sie anpacken will. Ich wäre an ihrer Stelle ein bisschen vorsichtiger. Denn es kann sein, dass es ziemlich lange dauert, bis da wirklich eine Rente mit 63 vorliegt. Wenn man den Koalitionsvertrag genau liest, sind eine ganze Menge Bedingungen an diese Rente mit 63 geknüpft. 45 Jahre Beitrag und so weiter. Also im Grunde ist es nicht die Aushebelung der Rente mit 67, weil diese Voraussetzungen, die Rente mit 63 nach diesem Koalitionsvertrag zu bekommen, nur wenige erfüllen. Ja, es sind nicht sehr viele. Die Gefahr liegt darin, dass es natürlich gleich durchschlägt auf die Beamten, die auch schon gesagt haben, das wollen sie jetzt alle auch. Da werden es aber auch nicht so viele. Aber da kommen dann Finanzierungssummen zustande, die wir stemmen müssen oder nicht stemmen können. Ich möchte noch mal ein Wort zu Gabriel sagen, was ich sehr interessant finde. Wir reden immer von einer großen Koalition und ich höre, das ist jetzt auch schon so ein Wort des Jahres, GroKo und so. Also das ist in Wirklichkeit eine Größtkoalition, was wir haben. Herr Gabriel hat zwei beamtete Staatssekretäre berufen. Eine ist von der, Herr Kapferer, von der FDP. Und dann einen von den Grünen. Und da muss ich sagen, das ist natürlich alles sehr interessant in einem Moment, wo die CDU mit den Grünen in Hessen auch noch eine Koalition eingeht. Also wir haben im Grunde alle zusammengemischt in einer Regierung und in einem Bundestag und Bundesrat und führen dieses Land im Moment wirklich aus allen Parteien heraus. Nur die Linken sind mal gerade nicht beteiligt. Aber ansonsten ist es wirklich die größtmögliche Koalition, die Grömelko oder irgendwie so. Um in dem Familienbild zu bleiben, Patchwork-Familie. Ich sprach vorhin von einer offenen Beziehung, es ist Patchwork. Und dieses Muster findet sich in anderen Ministerien auch. Das ist schon sehr interessant, wie hier versucht wird, alle Parteien einzubinden und zugleich die Optionen für die nächste Bundestagswahl bereits vorzubereiten. Ja, auf der anderen Seite, Herr Rutz, also so optimistisch wie Sie das, so nach dem Motto, wir machen jetzt hier mal eine konzertierte Aktion, quer über alle Parteigrenzen hinweg. So optimistisch sehe ich das nicht, denn wenn Sie sich ansehen, wie die faktische Opposition im Bundestag aussieht, wie schwach die eigentlich ist und dass es bisher bis auf so eine ganz windelweiche Zusage, dass man der Opposition mehr Rechte einräumen will, als sie eigentlich mit ihren 20% zustehen will, das ist alles noch nicht durch. Also es ist immer noch nicht klar, dürfen die einen Untersuchungsausschuss einrichten, also einen Antrag darauf stellen und so weiter und so weiter. Frau Mika, selbst dann, wenn die Opposition ist und die Grünen anfangen, gegen die Energiepolitik zu wettern, dann müssen sie die Politik von Rainer Barke kritisieren, der als grüner Staatssekretär bei Herrn Gabriel sitzt. Das finde ich schon. Das Interessante ist ja in der Tat diese Berufung der Grünen, oder den Grünen zuzurechnen, Staatssekretär, das ist, finde ich, schon eine ganz interessante Sache, findet ja im Wesentlichen in den SPD-Ministerien statt. Bei Herrn Barke ist es besonders bemerkenswert, weil er ja unter Herrn Trittin dasselbe Thema schon mal im Umweltministerium gemacht hat. Der kennt sich dann zumindest der aus. Das haben auch früher seine Gegner in der Wirtschaft nie bestritten, dass Herr Barke sich mit den Themen gut auskennt. Das hat ihn für die Wirtschaft ja immer so gefährlich gemacht. Aber nun sitzt er im Wirtschaftsministerium, mal gucken, wie das wird. Nein, bloß ich glaube, man muss doch sehen, es findet gerade ein Wettlauf um die Grünen statt.
Die SPD muss sehen, dass sie trotz der Großen Koalition den Draht zu den Grünen nicht verliert, damit man den Partner für 2017 oder vielleicht etwas früher, falls es an der einen oder anderen Bruchstelle mit oder ohne soll, tatsächlich dann zum Ende dieser Koalition käme, damit man den Draht also zu den Grünen noch hat. Und umgekehrt bemüht sich natürlich die Union, die Grünen jetzt genau aus der Phalanx Rot-Rot-Grün herauszubrechen, um für den Fall der Fälle 2016, sagen wir mal, oder eben bei einer Bundestagswahl 2017 oder bei der Bundestagswahl, dass man dann die Koalition mit den Grünen bilden kann. Mhm. Und auch deshalb hat ja Angela Merkel Herrn Bouffier nach dem Ende der Sondierungen in Hessen, er hatte ja sowohl mit den Grünen sondiert, sehr ausgiebig, als auch mit der SPD. Und da hat Angela Merkel ja nicht ohne Grund Herrn Bouffier gebeten, wenn es mit beiden geht, dann mach es mal lieber mit den Grünen. Das ist für uns als CDU strategisch praktischer, weiterführend, als es auch in Hessen nochmal mit der SPD zu machen, sondern eben zum ersten Mal eine schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland, dann ausgerechnet noch mit der hessischen CDU, die ja nun konservativer ist als jeder andere CDU-Landesverband. Also wenn es da geht, das ist ja praktisch die Blaupause, dann geht es überall. Wenn es geht, Herr Krumrey, weil man darf nicht vergessen, dass das Experiment wurde ja schon mal gemacht, wenn auch in einem Stadtstaat, und es hat nicht wirklich gut funktioniert. Also als Ole von Beust in Hamburg weg war, war auch die Koalition so gut wie weg. Ganz genau. Versuch macht klug, sagt man immer. Nein, ich finde das ja, ich meine, Hessen war ja schon mal Vorreiter für den Einzug der Grünen ins Landesparlament. Aber ich würde erst mal abwarten, ob das dann tatsächlich sozusagen eine Spielwiese ist zum Ausprobieren und dann sozusagen Zeichen für den Bund setzt. Ich würde gerne noch mal einmal den Schritt zurückgehen, damit wir uns nicht zu sehr verzetteln, um noch mal den Gedanken aufzunehmen. Da ist eben sozusagen der grüne Staatssekretär bei der SPD. Man liebäugelt da schon mit den Grünen. Die CDU liebäugelt mit den Grünen, um Hessen einmal kurz vorne rauszulassen. Wie kann denn da regiert werden? Wie einfach oder schwierig wird es, diesen Alltag zu meistern, wenn eigentlich alles so ein bisschen wischiwaschi ist? Also ich würde diese Liebäugelei im Moment nicht überschätzen. Herr Barke ist ein Einzelfall. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die schwarz-rote Regierung von solchen grünen U-Booten da unterwandert wäre. Es ist ein Fall. Ich glaube, Herr Barke, Herr Billen ist der Nächste. Ja, Herr Barke qualifiziert sich jedenfalls in erster Linie nicht durch seine Parteizugehörigkeit, sondern durch seine Fachkompetenz. Ich glaube, das ist, das ist der Hauptgrund, warum Sigmar Gabriel auf ihn zurückgegriffen hat. Und ansonsten, ja, es war gestern schon interessant, als Angela Merkel im Bundestag war, hat sie, es war ja viel Zeit, immer wieder zum Plausch, als ausgezählt wurde, hat sie dann doch einige Zeit sehr gerne auch mit so einem kleinen Grüppchen junger Grüner zugebracht. Ekin Deligöz dabei und einige andere noch. Also da ist ein Draht da. Es gibt ja auch eine neue Pizza Connection, also einen losen Verbund von CDU-Abgeordneten oder Politikern und Grünen. Aber dass das jetzt allein schon den Zusammenhalt, die Kohäsion der Großen Koalition gefährden würde, das sehe ich nicht so. Übrigens, ich will auch noch einen Punkt sagen, Frau Mika, weil Sie so ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, demokratische Defizite sehen bei einer jetzt Großen Koalition. Ich räume ein, ja, es sieht wirklich komisch aus, wenn man jetzt in den Bundestag guckt, die FDP weg und dann diese zwei riesigen Kuchenstücke der Koalitionäre und dann diese Restopposition. Aber was ist denn die Alternative gewesen? Also es kann ja kein Koalitionsverbot für CDU oder Union und SPD verhängt werden. Und die Grünen hatten die Chance. Es waren wirklich, die Sondierung war sehr weit. Und sie haben dann am Ende gesagt, nein, wir können es nicht tun. Ja, dann kommt eben die Große Koalition dabei raus. Nein, mir ging es eigentlich nur darum, Herr Schwennicke, dass eben klar ist, auch wenn die Opposition nicht das Quorum von 25% hat, um bestimmte Sachen durchsetzen zu können im Parlament. Untersuchungsausschuss beispielsweise, eigentlich das, Beispiel das wichtigste Schwert. Untersuchungsausschuss, aber ja auch Anhörungen in den Fachausschüssen und Ähnliches. Das kann man ihr ja einräumen. Mhm. Und bisher hat sowohl die SPD als auch die Union so etwas signalisiert, aber sie haben sich halt nicht festgelegt. Und ich finde, das gehört sich eigentlich. Denn das war ja nur noch ein Satz, Herr Russ. Ich meine, das war ja heute schon so, da reden dann stundenlang die Abgeordneten der Großen Koalition und dann am Schluss kleckern noch ein bisschen die Linken und die Grünen hinterher. Das ist schon ein bisschen peinlich für so eine demokratische Auseinandersetzung, wie sie im Bundestag eigentlich stattfinden sollte. Hätten Sie mehr zur Wahl der FDP aufgerufen, wäre die noch drin, hätte es eine ganz andere Konstellation gegeben. Vor allen Dingen ich, Herr Krumrey, muss Sie doch wissen, das ist so eine große Freundin der FDP. Sie hat gerade noch gesagt, sie ist froh, dass die FDP raus ist in einer anderen Sendung, habe ich gehört. Ne, also da sind Sie gar nicht so. Konsequenzen. Ob das so schnell geht, weiß ich nicht, Herr Krumrey.
Aber ja, da ist die Frage, erwartet uns da jetzt auch im Parlament möglicherweise ein wenig Langeweile, sage ich mal, wenn sich doch da alle irgendwie schwarz-rot sagt, gut, wir machen jetzt das so und so, die Opposition ist relativ klein. Also ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Es ist eine Chance, auch große Themen, wie es ja oft zitiert worden ist, anzupacken in einer großen Koalition. Und die Themen sind nicht langweilig. Ja. Also das muss man ja mal sagen, das, was auf uns zukommt, was wir sehen können, ist nicht langweilig. Und die Erfahrung haben wir gemacht, dass vieles auf einen zukommt, was man nicht wusste, was erst recht nicht langweilig ist, was man vielleicht überhaupt nicht haben will. Also wie die Finanzkrise seinerzeit. Ich halte für ein ganz wichtiges Thema das Thema Europa. Angela Merkel hat es heute auch angesprochen. Regierungserklärungen gegenüber Europa. Eben, also die Frage nicht nur Finanzkrise, wie gehen wir wirtschaftlich mit Europa um, aber überhaupt die Frage der Formung Europas. Wir haben noch keine klare Vorstellung davon, wie Europa am Ende aussehen soll. Welche Finalität hat unsere europäische Zusammenarbeit? Was wird aus der Europäischen Union? Und wo wollen wir Europa eigentlich geopolitisch positionieren? Aber da hat man heute schon wieder gemerkt, da hat dann Merkel ihre Regierungserklärung gehalten. Die SPD war da d'accord, sogar die Grünen-Politikerin Frau Roth applaudierte, als es um die Ukraine ging. Also da war bei mir der Moment, wo ich dachte, wie wird das denn wohl so weitergehen? Ja, mich erschreckt eigentlich eher, dass, jetzt nehmen wir mal dieses Wort von Angela Merkel, die Große Koalition für große Aufgaben oder große Lösungen. Ich sehe bloß in diesem Koalitionsvertrag keine großen Lösungen. Also zu dem Europathema wird da zu wenig gesagt. Das große Thema Demografie kommt eigentlich eher am Rande vor. Und das, was die Regierung in der Rentenpolitik macht, und zwar in allen Teilen dessen, was sie da beschlossen hat, ist nun natürlich wirklich genau das Gegenteil von einer demografiegerechten Politik, weil sie ja alle Reserven der Rentenkasse verfrühstückt und weitere Verpflichtungen auf die nächste Generation draufpackt. Also wo nicht wir heute die wichtigen schon großen wissen, Themen, wie Herr Rutz gerade gesagt hat. Die großen Themen, würde ich sagen, kommen da eigentlich weniger vor. Also das Arbeitsprogramm, das sich diese Große Koalition zusammengestellt hat, passt eigentlich nicht zu der gigantischen Mehrheit und den theoretischen Möglichkeiten, die sie im Parlament hätte. Der müsste ein ganz anderer sein. Also so ist es. Ich habe nicht ausgeschlossen, Probleme zu lösen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Trotzdem würde ich eines gerne noch zu dem sagen, was Herr Krumrei gerade sagte. Also nach dieser Präsentation der Glückseligkeit der Dreien, also als sie morgens dann oder mittags ihren Koalitionsvertrag präsentiert haben, haben wir dann ja auch das Ganze lesen dürfen. Ich war irgendwo zwischen enttäuscht und entsetzt. Ja. Da steht drüber, Deutschlands Zukunft gestalten. Da müsste drüber stehen, Deutschlands Vergangenheit verwalten. Denn Herr Krumrei hat meines Erachtens recht, es sind vor allem Verwaltungsthemen, also soziale Wünsche von der einen wie von der anderen Seite, die da aufgelistet werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt ein Energiekapitel natürlich, Ressourcen. Jetzt kann man für oder gegen Fracking sein, also die Methode Schiefergas zu gewinnen. Da gibt es gute Gründe dafür und mindestens so viele dagegen. Dieses Thema findet aber überhaupt nicht statt. Ich meine, das ist ein Thema, was geostrategische Bedeutung hat. Dieses Thema findet nicht statt. Doch, es kommt vor. Naja, aber Spuren. Es ist nicht geschlossen worden, sondern es ist offen gelassen. Es ist ein Prüfauftrag. Es kommt nicht angemessen vor. Dann einigen wir uns vielleicht auf die Formulierung. Dann steht ganz stolz drin, dass also bis zum Jahre 2018 das hinterletzte Dorf in Deutschland auch einen Breitbandanschluss haben wird. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Deutschland sieht in vielen Teilen inzwischen alt aus von seiner Infrastruktur. Und das wäre meines Erachtens etwas gewesen, was nach vorne gewiesen hätte. Im Grunde eine Agenda 2030 der Infrastruktur, der Netze, Schienen, Straßen, Schulen und Breitbandnetze. Das hätte was sein können, wo man sagen könnte. Und man hätte übrigens bei der Gelegenheit auch noch den ewigen Vorwurf aus Brüssel etwas entgegensetzen können von unserem Leistungsbilanzüberschuss, weil man das nämlich damit auch behoben hätte. Es bleibt ziemlich enttäuschend. Und das Glück, aber, was denen ins Gesicht geschrieben stand, konnte ich nicht nachvollziehen bei der Lektüre. Aber Herr Schwennicke, wir können noch mal versuchen, optimistisch zu sein. Immer. Also wir könnten noch mal sagen, okay, Koalitionsvertrag, aber wir wissen ja zum Beispiel, wie andere Koalitionsverträge aussahen. Also der Schwarz-Gelbe war eine reine Katastrophe. Gut, die Legislatur war auch eine reine Katastrophe. Das wäre sozusagen ein ganz schlechtes Minitekel. Aber wenn man sich überlegt, wie schwierig das war, diese beiden Parteien zusammenzubinden, kann man ja vielleicht die Hoffnung haben, dass man sozusagen nur so sich ganz vorsichtig auf dem Eis bewegt hat im Koalitionsvertrag, aber das noch lange nicht bedeutet, dass man die Sachen nicht wirklich anpacken will. Das wäre jetzt sozusagen eine optimistische Interpretation, dass man sich nicht drücken will, sondern nur sozusagen nicht die, naja, zum Beispiel die Sollbruchstellen von vornherein dort so hart reinschreibt, damit
die Verhandlungen nicht noch länger als 3 Monate dauern. Ich bin gerne optimistisch, aber mir fehlt wirklich so ein Geist des nach aber vorne. Deswegen, es ist ein Geist der Verwaltung. Geht es Ihnen nicht so? Also ich, was den Koalitionsvertrag angeht, gebe ich Ihnen ja grundsätzlich recht. Ich hatte nur das Gefühl, als ich dann das Personaltableau gehört habe, habe ich gedacht, doch, da steckt doch eine ganze Menge drin, was vielleicht die Schwächen dieses Koalitionsvertrages irgendwie aufwerten können. Wenn wir jetzt dieses Thema Demografie nehmen, was ich für das eigentlich für das gravierendste überhaupt halte, jenseits der Europafrage, ich weiß nicht, wen Sie da jetzt im Kabinett entdeckt haben, der diesen Rentenwahnsinn plötzlich anders machen wollte, als das, was im Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat. Also Frau Nahles ist es sicherlich nicht und Frau Merkel ist es sicherlich auch nicht. Und außer den beiden sehe ich keinen, der sich mit Rente in dem Kabinett noch groß befassen Übrigens, möchte. Den Rentenwahnsinn aus meiner Sicht muss man beiden vorwerfen, weil natürlich. Die Rente mit 63 genauso Wahnsinn ist wie die Mütterrente. Ja, also natürlich. Nur, das betrifft also, dann das wollen meine, wir die, doch. Die Mütterrente finde ich ja sinnvoll, aber sie ist leider nicht finanziert. Aber Herr Krummerer, das ist was anderes. Sie wollen eine andere Politik als beide Parteien, die jetzt koalieren, von vornherein gesagt haben, dass sie sie wollten. Also, das ist, finde ich, ein anderes Thema. Nein, darum geht es mir gar nicht. Wenn Sie einen Demografie-Experten finden, der sagt, das Thema Demografie wird von dieser Koalition verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert bearbeitet, bin ich dankbar, wenn Sie mir den Namen jetzt oder nach der Sendung oder in 3 Wochen nennen, dann mache ich mit dem mal ein Interview, der das dann sagt. Aber interessant ist doch, dass in den Umfragen die Deutschen mit diesem Koalitionsvertrag und mit der Koalition im Prinzip zufrieden sind. Warum? Weil alles gefälliges Geschwätz ist, was da drinsteht. Weil das Geld rausgehauen wird für jeden. Ja, und weil wir müssen ja mal ehrlich sein, den Leuten geht es ja gut. Also es geht Deutschland im Moment... Den meisten geht es allen, gut. Ja, ich würde absolut auch relativ geht es gut. Die Leute wollen, dass es weiter so geht. Und das haben sie mit dieser Koalition bekommen, ein weiter so. Es wird vor allem Merkel in der Vergangenheit, muss man tatsächlich sagen, das ist das, warum auch Merkel Das Problem ist bloß, dass Frau Merkel dann eher die Bürgermeisterin eines Potjomkinschen Dorfes ist, weil hinter dieser Fassade, es geht gut, eben alle Reserven inzwischen aufgebraucht werden. Und die Wirklichkeit lehrt aber doch, dass dann, wenn es drastisch wird, weil die hinter den Fassaden lauernde Wirklichkeit dann in den Vordergrund tritt, die Politik immer noch irgendwelche Lösungen gefunden hat, wenn sie das Stabilitätsprinzip, was den deutschen Politikern eigen ist, dann auch anwendet. Also das heißt, mit Sie, anderen Worten, wenn es drastisch wird, wie es bei der SPD damals war, dann hat auch Herr Schröder damals die Agenda 2010 aus der Kiste geholt und hat gesagt, Kinder, das ist alles nicht das, was wir vorher gesagt haben, aber jetzt machen wir mal die Rente mit 67 und machen dies und das, um das Demografie fester zu machen. Ich glaube, dass so viel Realismus auch hier einziehen wird, wenn man sieht, das Geld fehlt. Also da ist ja tatsächlich die Frage, wie flexibel wird diese große Koalition sein? Also was passiert, wenn die nächste Finanzkrise über uns kommt? Was passiert, wenn auf einmal die Arbeitsplätze eben nicht mehr so sicher sind in Deutschland, wie sie momentan sind? Ist da diese Regierung flexibel genug und auch dann in der Lage, diese ganzen Sachen, die jetzt in diesem kleinteiligen Koalitionsvertrag stehen, wieder schnell zu ändern? Die Arbeitsplätze werden sicher sein in den nächsten 4 Jahren. Das wird nicht schlechter werden durch die Freihandelsabkommen. Da sind Sie sehr optimistisch. Wir können durch die Freihandelsabkommen, die wir abgeschlossen haben, gerade mit den Vereinigten Staaten, das wird einen erheblichen Schub beim nächsten noch mal NSA-Skandal geben, einem ohnehin ist der auch weg. Positiven Ausblick. Also ich glaube, dass wir viel tun können in dieser Koalition, die Arbeitsplätze nicht zu gefährden und die Voraussetzungen für die Industriearbeitsplätze insbesondere nicht schlechter zu machen, als sie im Moment sind. Da ist wieder die Energiewende angesprochen und alles das. Und ich glaube, dass das auch gelingen wird. Ich sind bin eigentlich so für diese Koalition optimistisch? Ziemlich optimistisch. Also unterm Strich geht es mir auch so, das Kabinett, die Köpfe des Kabinetts sind besser als der Vertrag. Also da ist schon jeweils sind schon die Besten hingeschickt worden aus den Reihen derer, die da koalieren. Und natürlich ist ein Koalitionsvertrag kein Schriftstück, an das sich die Weltläufte zu halten hat. Also es können Dinge passieren, die alles ändern. Und dann sind das halt 185 Seiten bedrucktes Papier und alles sieht auch wieder ganz anders aus. Trotzdem bleibt es eben so, dass das, was Sie sich erstmal vorgenommen haben, hört sich genau so an, wie Sie sagen, nach einem weiter so an. Und das finde ich enttäuschend. Dass dann trotzdem die Flexibilität da ist, wenn etwas passiert, darauf zu reagieren, also das erwarten wir doch hoffentlich von jeder Regierung. Ja, das wäre also schlimm, wenn wir jetzt sagen, nee, das trauen wir denen eigentlich nicht zu. Die Finanzkrise stand nicht im Koalitionsvertrag. Haben wir keine Antwort. Aber Gegenbeispiele. Aber von Regierungen, die es nicht begriffen haben. Aber erwarten Sie denn, dass, also wir haben hier gesessen und dann hieß es immer, ja, das große Koalition, wenn die kommt, dann gibt es den reinen Stillstand. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass
dass sich diese Regierung das leisten kann. Also dass die so schnell anfangen, sich gegenseitig zu neutralisieren. Wir haben jetzt nur über wenige Themen gesprochen, aber man muss sich ja zum Beispiel auch mal den ganzen Föderalismus angucken. Wie geht es denn damit weiter? Zum Beispiel ein ganz großes Thema Bildung. Steht aber leider auch wenig drin. Nicht vor. Kooperationsverbot zum Beispiel müsste fallen. Ein Fehler, der in der zweiten Föderalismusreform gemacht wurde, ganz genau. Das kommt nicht vor. Ja, ist nicht vorgesehen in dieser Grundlage bislang. Sie haben alle immer wieder erwähnt, dass es schon eine relativ gute Mannschaft ist, in Anführungsstrichen, Frauschaft mit einer Verteidigungsministerin. Und da fragt man sich natürlich auch, eine von der Leyen, die sich ja gerne auch in alte Ressorts, die sie mal zu verantworten hatte, einmischt. Wie wird das so funktionieren mit beispielsweise einer Nahles? Was erwarten Sie da? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Frau von der Leyen anfängt, Andrea Nahles irgendwie in die Suppe zu spucken. Dass sie das bei Christina Schröder, der Familienministerin der letzten Legislatur, gemacht hat, war kein Wunder, weil diese Frau war komplett unfähig. Und ich glaube, da musste man schon sehr... Aber aus der gleichen Partei zumindest. Aus der gleichen Partei, aber es hilft ja nichts. Nein, Unfähigkeit bleibt Unfähigkeit. Und wenn man vorher ein Ressort... Wenn man vorher ein Ressort geleitet hat und glaubt, gute Arbeit gemacht zu haben, dann ist man, glaube ich, nicht so wild auf eine Nachfolgerin, egal ob das nur eine Frau oder ein Mann ist oder wie auch immer. Jedenfalls jemand, der die Sache nicht richtig im Griff hat. Unabhängig jetzt von der Frage, wie fähig oder unfähig Frau Schröder war, das Familienministerium und das Arbeit- und Sozialministerium liegt noch relativ nah beieinander. Aber das Verteidigungsministerium und das Sozial- und Arbeitsministerium sind dann doch weiter voneinander weg, sodass ich schon von daher glaube, dass... Und sie wird eine Menge zu tun haben, Frau von der Leyen, um sich in ihre neue Materie reinzuknien. Denn es stimmt zwar, man muss nicht unbedingt weder bei der Bundeswehr gewesen sein, noch Mann sein, um Verteidigungsminister zu sein. Aber da gibt es schon mehr zu wissen, als ein Leopardpanzer von einem Fuchs unterscheiden zu können. Auch an diesem Ressort sind ja schon ein paar Herren gescheitert. Ja. Das darf man nicht vergessen. Oder Kanzler geworden, beides ist da drin. Ist der Messier eigentlich froh, dass das los ist? Denn Eurofighter ist er damit auch los. Wir haben vorhin schon einmal kurz drüber geredet. Das ist interessant bei den Verteidigungsministern, dass sie alle, auch die, die eigentlich da gar nicht hin wollten, wie zum Beispiel Peter Struck, den mussten sie wirklich von der SPD dorthin schleifen ins Verteidigungsminister. War mit vollem Herzen Verteidigungsminister. Und so ist es bei Thomas de Maizière auch gewesen. Also der ist jetzt nicht so keiner, der seine Gefühle so nach außen trägt, aber es hat ihm offensichtlich auch sehr große Freude gemacht. Ja, er hatte Probleme, aber die hat auch jeder Verteidigungsminister. Sein eigentliches Problem war meines Erachtens, dass er ein, zwei Mal schlecht über die Soldaten gesprochen hat. Und in solchen Momenten gehen im Verteidigungsministerium die Schubladen auf. Und dann kommt das Material in die Öffentlichkeit, das für einen Verteidigungsminister problematisch ist. Dieses Material ist immer da. Aber es taucht dann auf, wenn er sich so äußert. Und da würde wiederum, glaube ich, dass Frau von der Leyen in dieser fürsorglichen Art, die sie hat, vielleicht diesen Fehler nicht machen wird. Also das finde ich eigentlich das Interessanteste, überhaupt die interessanteste Berufung im ganzen Kabinett ist Frau von der Leyen auf der Position. Man hat in der Tat ja den Eindruck gehabt, dass es in der Vergangenheit dem Verteidigungsministerium und der Truppe immer recht schnell gelungen ist, den jeweiligen Dienstherrn irgendwie für das Militärische zu begeistern. Ich glaube, das wird hier etwas schwieriger sein. Man müsste eigentlich jetzt mal Frau von der Leyen die Frage stellen, durften ihre Kinder zu Hause Ballerspiele betreiben? Kann man sich irgendwie nicht so recht vorstellen. Hat man das in de Maizière gefragt? Nein, hat man nicht. Ich weiß gerade gar nicht, ob er Kinder hat oder richtig, nicht. Drei. Aber, das weiß aber kein Mensch. Ja, nur bei Frau von der Leyen weiß es jeder. Ja, also bei Herrn de Maizière kann man es auch wissen, wenn man sich mit den Personen befasst. Aber von der Leyen steht es natürlich in jeder Zeitung. Bei von der Leyen weiß man es, glaube ich, nicht deshalb, weil sie eine Frau ist, sondern weil es sieben sind. Und wenn Herr de Maizière sieben Kinder hätte, hätten sie es auch gewusst. Also da ist, glaube ich, die Zahl eher das Beeindruckende und weniger. Aber die Ballerspiele. Denn bekanntermaßen haben ja alle Kinder Mütter und Väter. Aber da wird eine Frau und gerade Frau von der Leyen an der Spitze des Verteidigungsministeriums, da glaube ich, dass die typischen Mechanismen, die beim Bund dann funktionieren, da vielleicht etwas weniger funktionieren.
Ich glaube allerdings auch, dass die führenden Köpfe im Verteidigungsministerium nicht so naiv sein werden, zu glauben, naja, der Mutter werden wir das mal hier schnell beibringen. Ich glaube, da ist nach der Geschichte, die Frau von der Leyen bisher in der Bundesregierung hingelegt hat, in ihren Ressorts, wird da niemand so naiv sein zu glauben, mit der werden wir aber leicht fertig. Das wird eine ganz spannende Sache, denn dass dieses Ministerium, das Verteidigungsministerium, bisweilen gerne ein Eigenleben führt, das haben nun in der Tat alle männlichen Vorgänger schon ausreichend erfahren dürfen, und zwar eigentlich jeder Verteidigungsminister, wenn man bis also 55 zurückgeht, jeder hatte ja irgendwie ein Problem und es gab immer irgendwelche Beschaffungsvorgänge, die dann doch nicht so gut liefen, wie sie laufen sollten, vom Starfighter und was es alles gegeben hat. Das eine und das andere ist aber auch die außenpolitische Komponente, die im Verteidigungsministerium steckt. Wir brauchen viel stärker als früher die europäische Zusammenarbeit dringend. Also das ist ja auch so eine ganz offene Sache in Europa. Jeder wurstelt vor sich hin. Und wenn es dann um irgendwelche Expeditionseinsätze in der Welt geht, dann ist jeder alleine gelassen. Und das kann auch nicht so bleiben. Da ist Frau von der Leyen, glaube ich, ganz gut platziert. Erstens, weil sie exzellent Englisch spricht und auch noch sehr gut Französisch. Das klingt jetzt banal, ist es aber überhaupt nicht. Und zweitens, sie ist auch jemand, die in der Vergangenheit sich zu Europa sehr deutlich geäußert hat. Sie hat gesagt, sie ist für die Vereinigten Staaten von Europa. So weit sind nur wenige bislang gegangen. Und da ist, wie Sie sagen, über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik natürlich jetzt ein Hebel, ein Instrument in ihrer Hand, wo sie tatsächlich was machen kann. Und außerdem, ich meine, das finde ich nun wiederum zwar etwas Stereotyp, also etwas Rollenstereotyp, aber es ist ja tatsächlich so, dass alles, was man so aus der Bundeswehr hört, die Soldaten und Soldatinnen, gibt es ja leider auch, relativ verunsichert sind in den letzten Jahren. Wieso leider? Und, Wieso leider? Wieso gibt es leider Soldaten? Weil ich halte das nicht für einen Ausweis von Gleichberechtigung. Aber also, das ist ein anderes Thema. Darüber reden wir dann das nächste Mal. Nein, aber ich glaube auch tatsächlich, Sie haben das vorhin kurz erwähnt, dass Ursula von der Leyen möglicherweise auch tatsächlich in der Lage ist, diese Verunsicherung, das betrifft ja auch die Familien, das sind die Auslandseinsätze, die Leute kommen möglicherweise traumatisiert zurück. Die Familien sind sozusagen in Situationen... Das ist ja schon fast Familienpolitik wieder. Das meine ich. Ja. Also, das darf man nicht unterschätzen. Aber da habe ich, muss ich sagen, bei dem ist ja auch eine hohe Sensibilität gespürt. Also der war sehr empathisch in solchen Situationen. Ja, aber ich glaube, das muss man im Verteidigungsministerium auch. Und ich glaube, das wird nach außen sehr viel stärker unterschätzt als nach innen. Ich glaube, nach innen spielt das eine enorme Rolle. Wie man sozusagen mit den Soldaten, Soldatinnen, den Familien umgeht. Und das, glaube ich, wird sie ganz gut hinkriegen. Aber sie hat einen Satz gesagt, finde ich ganz interessant. Sie möchte die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber machen. Und das ist ja die wahre Herausforderung. Da sind wir wieder im Arbeitsministerium. Nach Abschaffung der Wehrpflicht musst du dich ja freiwillig dafür entscheiden. Und zwar, es müssen ja gut ausgebildete, gute Leute sein, die zur Bundeswehr gehen. Also denen klarzumachen, dass das ein interessanter Arbeitgeber sein kann, dass er unheimlich viel bietet im Spektrum und auch weltweit. Das hat sie sich auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, sie wird das können. Ich sehe schon fast ein neues Ressort für Frau von der Leyen. Arbeits-, Familien- und Verteidigungsministerium in einem und Europa das noch nächste dazu. Ressort, was ihr vorschwebt, ist noch mal ganz anders. Das ist ganz klar. Ressort, was ihr vorschwebt, wird sie sowieso zu all diesen Themen etwas zu sagen haben. Kommt es soweit, glauben Sie? Fragen wir mal Hannelore Kraft. Also, die wird das nicht entscheiden. Das entscheidet die CDU. Ich danke Ihnen für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Wir merken, es ist immer noch spannend und wir werden das natürlich alles weiter begleiten, so wie wir es auch in den vergangenen Wochen getan haben, hier vor allem auch in der Phoenix-Runde. Morgen widmen wir uns mal einem ganz anderen Thema, was so wunderbar in diese Jahreszeit passt. Es ist bald Weihnachten. Stille Nacht, teure Nacht, kaufen wir uns arm. Darüber spreche ich morgen mit meinen Gästen. Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder, 22:15 Uhr Phoenix. Bis dahin. Tschüss.